Schauen, was passiert. Das ist bestimmt eine scheiß Idee. Ah, moin. Verzieht sich gleich wieder. Ich schieße ihn hier ständig mit seiner Shotgun, ey. Kann das mal abstellen? Du schießt mit der Shotgun, das ist, das ist mir sehr suspekt. So, wen haben wir jetzt noch hier? Angriffsdrohne! Tschüss! Ja. Ich kann nicht speichern. Gunner hier. Warum sind es so viele? Warum stehen sie immer wieder auf? Heilige Scheiße, was ist das denn? Sterb doch endlich! Improvisierte Verteidigung, unausgebildete Zivilisten. Es ist ein Wunder, dass alle noch leben. Ja! Also außer dir. Du lebst nicht mehr so wirklich. Hier, leb mal wieder. Wo ist Garrus hin? Hä? Steht er noch draußen? Steht er noch da hinten? Kotzt mich ja an. Tja, dann gehen wir ohne dich weiter. Pech. Kann ich eigentlich schon wieder aufsteigen? Ja. Schön, dass es nicht angezeigt wird. Ich kann ja gleich schon... Nein, ich kann auch nicht gleich schon wieder aufsteigen. Einigkeit ist natürlich auch ein gutes Feature. In die Richtung sollten wir unbedingt auch gehen. Ja, ansonsten... Und bei dir... Okay. Ausrüstung. Upgrades, Upgrades, Upgrades. Alle nehmen. Das klingt irgendwie nicht so gut. Radioaktiv. Minus 18% Abkühlungsrate für... Ach, der kann dann langsamer schießen. Ja, weiß nicht. Klingt murksig. So. Alchemisch 2. Nice. Können wir das auch deleten? So, du hast den Hammer 2. Das heißt, wir können... Hammer 1 haben wir schon weg. Hammer schon weg. Panzer brechen. Plus 20% Schaden gegen synthetische Ziele. Oder plus 25% gegen... Waffenwirkung. Ist das...
generell alle Ziele? I guess. Dann kann man das eigentlich deleten. Davon kann man, glaube ich, auch eins deleten. Ja, gut. Reißer. Nicht bloß den Schaden gegen organische Ziele. Cool. Du hast dieses. Gut. Kann ich ihm vielleicht sagen, gehe irgendwo hin? Ging das nicht irgendwie? Optionen. Tastenzuordnung. Kampf, Zoom-Stufe ändern. Alles klar. Erste Hilfe, Granate, Waffe, Halftern, Feuerwehr, letzte Waffe. Befehl formieren. Liegt überhaupt irgendwas auf E und Q und so? Q ist Fahrzeug verlassen, F ist Welt verlassen. Achso, rauszoomen wahrscheinlich. Ja, auf der Karte. Schnellslots umschalten. Scharfschützengewehr wechseln. Zum Sturmgewehr wechseln ist F3. Das ist gut zu wissen. Genau. E ist eigentlich bewegen, angreifen, Gruppenmitglied 2. Dann sagen wir mal C. Formieren. Müsste er eigentlich hier irgendwo auftauchen. In der Theorie. Oh, Garus, wo bist du? Jetzt echt noch da hinten rumschimmelt, dann kriege ich was zu viel. Eine extra Laufeinlage bekommen wir. Na, und da steht er einfach noch rum, als wäre nix. Juckt ihn überhaupt nicht. Es ist unglaublich, dass die Kolonie so lange ausgehalten hat. Ja, Junge, beweg dich mal. Mein Verstand gehört mir. Mein Verstand gehört mir. Mein Verstand gehört mir. Ja, weißt du, was ich jetzt mal mache? So, hier speichern und laden. Vielleicht funktioniert das. Ja, es sind alle wieder da. Freude und Zusammenhalt und überhaupt. Geil. So. Brauchen immer noch das letzte Wasserventil. Brauchen diesen dämlichen Sender. Abschalten. Jemand bleibt schon wieder zurück. Das macht mich nervös. Ah, gut. Dann... ein Technik-Kit. Panzerungsplatten 2. Cool. Alles nehmen. Transmitterturm. Ja. Transmitterturm. Upgrade-Kit. Ah, cool. Noch mehr Upgrades. Ah. I see. Ist er kaputt? Ja. Gut. Tschüss, Turm. War nicht schön mit dir. War das jetzt alles? Wo ist der verdammte letzte... Der verdammte Wasserventil. Ist der noch da hinten? Bin ich zu blind? Ich glaube, da war keiner mehr. Also keins mehr. Ich sollte aufhören, so schlecht zu sprechen, sonst gewöhne ich mir das noch an.
Ist hier irgendwas? Ah, yes. Fantastic. Rumfliegende Wellen. Ohne Quellen. Ist hier noch irgendwo ein Wasserventil? Irgendwie ja, eher nicht. Jetzt gib mir doch das dämliche Ventil, Junge. Störst. Ist hier ein Wasserventil? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Was soll hier jetzt noch sein? So, die Energiezellen. Ja, die haben wir ja auch schon. Der dämliche Kanister da. Ich denke mal nicht, dass das hier ist, weil hier ist ja schon die Energiezellen. Muss ich das hier noch irgendwo rumtreiben? Ah, hier ist noch irgendwas. Lol. Moin. Oh, Leute. Ihr nervt mich ein bisschen. So, tschüss. Danke sehr. Da war ein Ventil. Wird hier wohl nicht noch eins sein? Oh doch, da ist noch eins. Natürlich. Das letzte Ventil hat offensichtlich das gesamte System aktiviert, Commander. Ja, gut. Dann kehren wir zurück, reden mit allen. Und ich denke, ja, dann können wir uns noch so ein bisschen über den Skyway metzeln. Aber ich mache das auch in der nächsten Aufnahme. Mal schauen. Auf jeden Fall werde ich mal voll speichern. Voll gespeichert, ey. Auf Spielstand 10 sind wir schon. Ja, da wollen wir noch nicht hin. Sondern wir wollen hier wieder runter und mit allen reden. Commander, was kann ich für Sie tun? Ich habe einen G-Transmitter in den Tunnel zerstört. Die werden nicht länger ein Problem darstellen. Hoffe ich zumindest. Danke, Commander. Wir stehen in Ihrer Schuld. Sie haben uns eine große Last von den Schultern genommen. Ich wünschte nur, ich hätte für jedes Problem so gute Nachrichten. Kann ich Ihnen helfen, das Macker Doyle kümmert sich jetzt um dieses Problem. Wenn Sie das mir helfen können möchten, wir auch alles lösen. Wir sprechen uns viel wieder. Viel Glück, wenig. Commander. Ja, vorbildlich plus 8. Nice. Dann können wir mit Davin Reynolds sprechen über Willkommen, Commander. Das Alpha-Männchen. Ich habe den großen Warren getötet. Den Rest überlasse ich Ihnen. Hervorragend. Ich werde sofort eine Jagd organisieren, wenn die Gate beseitigt sind. Zahlen Sie jetzt einfach. Alles klar. Persönliche Frage. Erzählen Sie mir von sich. Da gibt es nicht viel. Ich kam mit meiner Frau Greta hierher. Wir wollten Abenteuer und ein neues Leben. Das alles hatten wir uns ganz anders vorgestellt. Aber natürlich wäre alles besser ohne diese Gate. Vor dem Angriff hatten wir uns hier gerade gut eingelebt. Erzählen Sie mir von Sue's Home. Ich glaube, das hatten wir schon gehört, ne? Es gibt hier Wachstum. Oder ja, gab okay. es. Aber Sie sollten mit Faidan sprechen. Er ist unser Sprecher. Warum soll ich mit Faidan sprechen? Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen. Okay. Sprechen Sie mit Faidan. Ich muss gehen. Hier, bitte. Nehmen Sie dies für Ihre Mühen. Es ist zwar nicht viel, aber alles, was wir haben. Gut, gut. Geld, XP, das sind doch die wichtigen Sachen im Leben. Gute Arbeit mit dem Gate.
Ich brauche allerdings immer noch die Energiezellen für den Generator. Ja. Ich habe diese Energiezellen. Ich wusste, dass die früher oder später wieder auftauchen. Wenn ich diese Energiezellen wieder einbauen kann, sollte... Seit kurzem haben wir wieder Wasser. Jetzt müssen wir sehen, dass wir die Geht loswerden und diese Kolonie wachsen lassen. Hier, bitte nehmen Sie die Credits für Ihre Mühen. Danke nochmals, Commander. So, der gute Balken wächst, wenn man so will. Können schon wieder aufsteigen. Was mache ich denn mit den ganzen Punkten? Keine Ahnung. Zack. 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 Und zack. So, ich glaube, das ist okay. Bei dir können wir, hier auf die erweiterte Dechiffrierung gehen. Auf Werfen und Barriere und irgendwie auf Wächter. Bei Garrus können wir auf taktische Panzerung und das Sturmangriffstraining gehen. Mit Waffenschaden, erhöht Nahkampfschaden, ja. Und dann können wir noch hier und da. Und Ausrüstung. Gut, ich glaube, die erste Generation davon können wir einfach wegmachen. Das behalte ich nochmal. Das ist, glaube ich, auch... Ja... Schrotflinte. Weiß ich nicht. Pistole. Weiß ich nicht. Wie sieht's hier aus? Nein, wie sieht's hier aus? Auch nicht wirklich. Kann die auch weg. Visionsgewehr. Nicht, dass ich das jemals benutzen würde. Sieht jetzt nicht so gut aus. Sieht jetzt nicht so gut aus. Obwohl, ja, also. Jetzt hätten wir Präzision gegen alles andere eingetauscht. So, dann packen wir das weg und du kannst mal das benutzen. So. Haben wir noch irgendwelche Panzerungssachen, die wir dir verpassen können? Hier, nimm mal... Was sind Schmetterschaden? So, dann kann das mal weg und dann gönn dir mal hier den Schockabsorber 3. Zack. So. Ich denke, dann sind wir für den Moment ganz gut ausgerüstet. Dann gehen wir wieder retour. Was machst du? Commander, man forderte mich auf, Ihnen meine Waren anzubieten. Cool. Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Natürlich. Ich kann Ihnen sicher ein paar sehr interessante Sachen zeigen. Wenn ich erstmal alles verkaufe, was ich nicht mehr so wirklich brauche, dann bekommen wir noch ein paar Credits. Granatenupgrade, Fusionssprengsatz. Granaten haben wir bisher auch noch gar nicht verwendet. Frachterkransteuerung. Sie haben wohl das Kommando auf dem Schiff, das gerade gelandet ist. Ja. Und Sie haben das Kommando auf diesem Transportschiff? Eigentlich nicht. Der Captain starb bei den Angriffen der Geht. Ich bin das letzte überlebende Crewmitglied. Dabei hätten wir nicht mal hier sein sollen. Aber der salarianische Kaufmann hatte uns ein Vermögen versprochen. Wenn nur... Aber es hätte wohl schlimmer kommen können. Können Sie es fliegen? Was ist das Problem mit dem Schiff? Ist es nicht mehr flugfähig?
Zu viele Schäden. Ohne diese Gate-Angriffe könnte ich es vielleicht reparieren. Aber wenn die Gate nicht wären, würde ich wohl auch noch etwas hierbleiben. Und über die Kolonie. Was wissen Sie über diese Kolonie? Wir sind erst vor kurzem hier angekommen. Sie wirkte zunächst wie eine normale Kolonie. Aber etwas ist anders. Specifically? Was genau meinen Sie damit? Oh, das ist schwer zu erklären. Es ist, als ob... Nein, ich kann es nicht erklären. Sie sollten mit Faidan sprechen. Er kennt die Kolonie besser als ich. Warum wollen alle, dass ich mit Faidan spreche? Was genau machen Sie denn hier? Ich passe nur auf das Schiff auf. Ich will nicht, dass die Lage sich noch verschlimmert. In diesem Schiff kann man sich jedenfalls verstecken, wenn diese Gate über die Mauern kommen. Sie scheinen ein paar Tests zu machen. Nein, das sind nur Diagnoseprogramme. Nichts Besonderes. Ich kümmere mich jetzt wieder darum. Faidan will einen Bericht über... Ich muss jetzt gehen. Wo ist das Problem? Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. Was für eine Diagnose erstellen Sie da? Nein, ist nicht nötig, danke. Entschuldigen Sie, aber ich muss hier weitermachen. Weird. So, dann quatschen wir den doch nochmal an, was denn hier so abgeht. Commander, was kann ich für Sie tun? Seltsames Verhalten. Einige Kolonisten benehmen sich eher seltsam. Wir sind wie eine Familie, Commander. Fast alle haben jemanden verloren. Wir sind keine Soldaten. Wir fürchten uns vor den Schrecken des Krieges. Dies ist unser Zuhause. Wir mussten mit ansehen, wie die Gate fast alles zerstört haben. Haben Sie Nachsicht mit uns. Und der Mann in den Tunneln? Da lebt ein Mann unten in den Tunneln. Gehört er zu Ihnen? Sie müssen Ian meinen. Er ist ein kranker Mann. Really? Er scheint nicht nur ein bisschen krank zu sein. Er hat sich seit den Angriffen sehr verändert. Wir wollten ihm helfen, aber das hat er nicht zugelassen. Ich kann meinen Leuten nicht helfen, wenn sie es nicht zulassen, Commander. Medikamente? Question mark? Haben Sie keine Medikamente für ihn? Irgendetwas, das ihm helfen könnte? Ich wünschte, es wäre so einfach. Ian war ein guter Mann. Einen, den wir gut gebrauchen könnten. Bitte, Commander, ich möchte jetzt nicht mehr darüber sprechen. Alles klar, aber sag doch einige noch mal, Kolonisten. Was das haben wir schon besprochen, Commander. Ja. Ich ja. kümmere mich um die Kolonisten. Und Sie sich um die Gate. Was muss für den Wiederaufbau? Es hat uns sehr geholfen. Aber wir müssen uns. Ja. Ich bin mir nicht sicher, wo wir bei dieser Angelegenheit stehen. Okay. Sie sollten cool. mit den Leuten reden, die also sie irgendwas aufsichten. Ist hier. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Vielleicht finden wir das heraus, wenn wir zu dem Exogeni-Gebäude fahren. Fangen wir das jetzt noch an? Ja, wahrscheinlich schon. Warum gehe ich dann hier rum? Ist doch dämlich. Ist hier sonst noch so? Kann man hier rein? Nö. Kann man hier rein? Ja. Frachtloks. Bei der Dechiffrierung dieser Loks haben sie etwas Verdächtiges gefunden. Menschliche Essensrationen für mehrere Monate wurden zu einer nicht registrierten Welt im Voyager-Cluster geliefert. Die Log-Einträge sind nicht eindeutig, aber anscheinend sind sie irgendwo ins Amazon-System geliefert worden. Sehr schön. Ach, deswegen hat Amazon angefangen, Essen zu verkaufen. der war sehr flach, ich weiß. Was ist hier? Hier ist nichts. Da ist nichts. Hier ist nichts. Hier sind diese Leute. Bitte entschuldigen Sie, aber meiner Frau Kalanta geht es zurzeit nicht so gut. Sie muss sich ausruhen und einfach akzeptieren, was geschehen ist. Ah, alle Fragen. Erzählen Sie mir bitte von dieser Kolonie. Ich kann Ihnen nicht viel darüber sagen. Am besten sprechen Sie mit Faidan, wenn Sie etwas wissen möchten. Warum können Sie mir nichts sagen? Ich möchte doch nur etwas über die Kolonie wissen. Faidan ist unser Sprecher. Wer könnte Ihnen besser Auskunft geben als er? No, stop. Wissen Sie, wonach die Gate hier gesucht haben? Ich kann mir keinen Grund für diese Angriffe denken. Wir wollten hier nur unser Zuhause aufbauen. Und das System. Können Sie mir etwas über diesen Planeten erzählen? Der Planet, sorry. Eigentlich auch nur das, was ich vom Kolonialbüro erfahren habe, aber es ist alles etwas anders hier, als Sie gesagt haben. Es ist nicht alles schlecht hier. Wenn diese Gate erst einmal weg sind, können wir etwas viel Größeres aufbauen.
Und deine Frau? Was ist mit ihrer Frau? Diese ständigen Angriffe haben alle sehr mitgenommen. Aber sie wird sich abfinden, wie wir alle. Ja, kann man denn etwas für sie tun? Kann ich ihnen irgendwie helfen? Nein. Sie braucht nur Ruhe und Zeit. Zeit, alles zu kompensieren. Wir werden es schon schaffen. Ja, und erzähl mal was über dich. Was ist Ihre Aufgabe hier in der Kolonie? Ich bin medizinischer Assistent, seitdem die Ärztin tot ist zumindest. Ich gebe mein Bestes seit ihrem Tod. Ich muss gehen. Bitte tun Sie alles, was Sie können, um die ja, Angriffe aufzuhalten. Ja, das tun wir doch. Wenn ich mit deiner Hallo, Frau spreche. Kommande. Schön zu sehen, dass uns der Rest der Galaxie noch nicht vergessen hat. Bitte, ruhe dich aus, meine Liebe. Du darfst noch nicht sprechen. Aber Sie sollten wissen, dass... ich meine, Sie bedeuten viel für uns. Jetzt geht es mir schon besser. Was ist das Problem? Kann man Ihnen irgendwie helfen? Mir geht's gut. Ich muss nur wieder klar denken können. Diese Schmerzen seit dem letzten Angriff... Es geht gleich sicher wieder. Sie zeigt keine Anzeichen einer Verletzung, aber sie scheint unter Schmerzen zu leiden. Sie muss sich ausruhen. Sie braucht nur etwas Ruhe. Ich muss sagen, ich kann mir noch nicht so recht einen Reim auf das machen, was da hier gerade abgeht. Es ist alles irgendwie anders. Nicht so ganz so wie versprochen, aber es kann auch irgendwie keiner was sagen und spricht doch überhaupt viel lieber mit Faidan. Ich weiß nicht. Also, dass hier nie irgendwas schief ist, ist klar. Aber was? Es gibt auch keinen. Kein Tagebucheintrag dafür herauszufinden, was hier los ist oder was mit dem Mann da unten los ist. Warum? Commander, was kann ich für Sie tun? Einige Nein. Kolonisten benehmen sich eher. Das haben wir schon ich will jetzt, dass Commander. Du damit darüber redest. Ich kümmere mich um die Kolonisten. Da lebt ein Mann. Sie müssen ihn meinen. Ja. Er ist ein kranker Mann. Ja. Er scheint nicht er hat sich ja. Wir wollten ihm helfen. Aha. Ich kann meinen Leuten nicht cool. helfen, wenn ja, sie dann es wir nicht. Wir sprechen uns wieder, Glück, Commander. Komischer Typ, ey. Ich mag den nicht. Ist da bestimmt irgendeine Gedankenkontrolle oder so ein Bums am Abgehen? Speichern. Nein. Ich möchte diesen speichern. Ja. So, er steht noch in meinem Tagebuch. Ach ja, Yasari-Schriften finden. 1 von 10. Cool. Steht ja noch in meinem Tagebuch. Neues. Nach Noveria. Ja, Lyra Tissoni finden zum Artemis Tau Cluster. Cool. Jetzt haben wir aber alle. Fahrstuhl zum proteanischen Skyway. Gib ihm. Ah, da müssen wir sogar echt laden. Vorsicht! Scouts, es werden jeden aufgeschlossen. Ich weiß nicht, wie viele ich noch aufhalten kann. So. Wenn man die richtige Waffe nimmt, geht's gleich besser. Wie ist denn unser Auto hierher gekommen? Das surprised mich jetzt ein bisschen. Ach nee, weißt du, wenn wir jetzt mit dem Auto rummachen müssen, dann bin ich nie so recht klargekommen. Dann machen wir das doch beim nächsten Mal, wenn ich wieder wach bin und es nicht 11:30 ist und so, ne? Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.